Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, in der Reihe 5. Buch Mose, Ausleger Charles Andrew Coates, sind wir nun bei Kapitel 13 angelangt. Hier wird das Volk Gottes als ein solches betrachtet, das ihn kennt. Wir sollten uns nicht abwenden und anderen Göttern nachgehen, die wir nicht kennen. Verse 2, 6 und 13. Wir sollten dem treu sein, was wir kennen. Das ist ein Grundsatz, der das jüngste Kindlein in Christo bewahren wird. Wir mögen nicht viel wissen, doch lasst uns dem treu sein und wir werden bewahrt werden und dahin kommen, den Herrn zu kennen. Es gab einen, der nur eines wusste, und er ließ sich nicht davon abbringen und er lernte dann schnell mehr und mehr. Johannes 9. Was wir als Gläubige von Gott kennen, ist so kostbar, dass der Teufel alles daran setzt, uns davon abzubringen. Doch wir haben ihm standhaft im Glauben zu widerstehen. 1. Petrus 5, 9. Der Gegenstand der Unterweisung dieses Kapitels ist sehr ernst und zeigt uns, wie groß das Missfallen Gottes an denen ist, die sein Volk von dem ihnen gebotenen Wege abzubringen suchen. Vers 5. Solche sollten getötet werden, wie nah verwandt und teuer sie uns auch seien. Man darf sie nicht schonen, sich ihrer erbarmen und sie verbergen. Vers 8. Und kein Wunder. Denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen, deren Ende nach ihren Werken sein wird. 2. Korinther 11, Vers 13 bis 15. Paulus sagt ferner, denn ich weiß dies, dass nach meinem Abschiede verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden, die der Herr denn nicht schonen. Und aus euch selbst, aus den Ältesten der Versammlung in Ephesus, werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Apostelgeschichte 20, Vers 29 bis 30. Solcher gibt es gegenwärtig viele, und einige von ihnen geben vor, Zeichen oder Wunder zu tun, wie Heilungen, Zungenreden, übernatürliche Offenbarungen oder Mitteilungen aus der Geisterwelt und so weiter. Und was sie sagen, mag zuweilen eintreffen, Vers 1 und 2. Doch das sollte keinen Eindruck auf uns machen oder uns einschüchtern. Sie sind als eine Prüfung zu betrachten, denn Jehova, euer Gott, versucht euch, um zu erkennen, ob ihr Jehova, eurem Gott, liebet und mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, Vers 3. Wir werden finden, dass all diese Propheten und Träumer, obwohl sie stolze Worte reden, 2. Petrus 2, 18, Judas 16, und sich sogar im Allgemeinen auf die Schrift berufen, wie auch ihre Meister, der Teufel, Abfallreden wider unseren Gott.
der hier erkannt haben wird. Unseren Gott, den hier erkannt wir haben, in Jesu Liebe, wie so wohl erkannt. Sie reden Abfall, wieder Jehova, euren Gott, der euch aus dem Lande Ägypten herausgeführt und dich erlöst hat aus dem Hause der Knechtschaft, Vers 5. Sie fördern uns nicht zur Bewunderung und Anbetung auf. Sie fordern uns nicht zur Bewunderung und Anbetung auf, wenn wir das Lamm Gottes am Platze der Sünde und im Gericht der Sünde als das Passa sehen. Sie sagen uns nicht, dass der am Kreuze hing, über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit, Römer 9, Vers 5. Oder dass in ihm, dem zum Rechten Gottes verherrlichten Menschen, die Fülle der Gottheit leiblich wohnt. Sie rühmen unsere Seelen nicht die Gnade einer Erlöser oder Retter Gottes oder die Früchte der Erlösung in gegenwärtiger und ewiger Segnung. Sie sagen uns nicht, dass wir durch das eine Opfer Christi auf immer da vollkommen gemacht sind oder dass Gottes Errettung in einem auferstandenen Christus völlige Befreiung aus der gegenwärtigen bösen Welt bewirkt. Sie erinnern uns nicht daran, dass wir von allem, was uns einst in Knechtschaft hielt, freigemacht worden sind und dass es Gott in der Fülle der Zeit seiner Liebe gefallen hat, uns seinen Geist zu geben und uns zur Wohnung seiner Heiligkeit zu bringen und uns in Christo mit jeder geistlichen Segnung im Himmlischen zu segnen. Sie mögen uns Wunderbares, was die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft anlangt, sagen. Doch ihre besondere Lehre bewirkt tatsächlich, dass wir von der Wahrheit der frohen Botschaft und von der Erkenntnis Gottes abkommen, die jede wahre Segnung ausmacht. Wir leben an einem Tage falscher Propheten und Träumer. Doch sie alle, ohne Ausnahme, kennzeichnen mangelhafte und irrige Gedanken über die Person und das Werk unseres Herrn Jesus Christus, sowie Gedanken über Gott, die der Wahrheit des Evangeliums entgegen sind, das uns verkündigt worden ist und das wir auch angenommen haben und worin wir auch stehen und wodurch wir auch errettet werden. 1. Korinther 15, Vers 1 und 2. Sie mögen durch süße Worte und schöne Reden die Herzen der Arglosen verführen. Römer 16, Vers 18. Doch in Wahrheit reden sie Abfall wider Gott, den wir als Erlöser, Rechtfertiger, Erretter und Befreier kennen und dessen guten und wohlgefälligen und vollkommenen Willen zu prüfen jetzt unser Vorrecht ist. In Vers 6 bis 11 tritt die Prüfung mehr in verborgener, uns besonders nahegehender Weise ans Heran. Wenn dein Bruder, der Sohn deiner Mutter oder dein Sohn oder deine Tochter oder das Weib deines Busens oder dein Freund, der dir wie deine Seele ist, dich heimlich anreizt und so weiter. Hier sucht sich der häusliche und persönliche Einfluss derer Geltung zu verschaffen, mit denen uns die engsten und innigsten Bande natürlicher Zuneigung verknüpfen. Doch keine persönliche Rücksicht oder natürliche Zuneigung sollte uns auch nur einen Augenblick bestimmen, solchen Anregungen nachzugehen oder gar anzuhören. Wir werden aufgefordert zu urteilen. Und die Salbung, die wir empfangen haben, befähigt uns dazu. Wenn uns ein Einfluss von dem abzubringen sucht, was wir durch das Evangelium gelernt haben und was von Anbeginn der Glaube der Auserwählten Gottes gewesen ist, Titus 1, Vers 1. Denn wir haben geistliche Vorfahren gehabt, die deinen Vätern im Vers 6 entsprechen. Und wir tun gut daran, derer zu gedenken, die das Wort Gottes zu uns geredet haben. Hebräer 13, Vers 7. Das bezieht sich besonders auf die, die Petrus eure Apostel nennt.
2. Petrus 3, Vers 2. Von welcher Seite oder welcher Form auch der Anreiz abzufallen kommen mag, ihm ist ganz entschieden zu widerstehen. Jener Prophet soll getötet werden, Vers 5, und du sollst ihn gewisslich töten, Vers 9. Der dritte Abschnitt des Kapitels, Verse 12 bis 18, hat es mit dem Abfall einer Gesamtheit oder Gemeinde zu tun, denn es handelt sich um eine deiner Städte, und hier finden wir zum ersten Mal einen Ausdruck, der dann in der Schrift öfter vorkommt, nämlich Söhne Belials, Vers 13. Es ist traurig daran zu denken, dass es unter dem Volk Gottes solche gibt, die der Heilige Geist derart bezeichnet. Sie sind sittlich wertlos, da sie nichts mit Christo gemein haben. Siehe 2. Korinther 6, 15. Es tut Not, uns daran zu erinnern, dass es solche Personen gibt und dass ihr Einfluss sogar Versammlungen hinwegführen kann. Das Weib Jezebel ist eine wahrhaftige Tochter Belials, Offenbarung 2,20, 1. Samuel 1, Vers 16. Und ihr Einfluss in der Versammlung in Thyatira ist ein derartiger, von dem in 5. Mose 13 gewarnt wird. Ihre Kinder werde ich mit Tod töten, und alle Versammlungen werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Offenbarung 2, Vers 23. Das entspricht 5. Mose 13, Vers 11 sehr. Abfall von Gott ist nie so ernst, als wenn er sich auf ganze Versammlungen erstreckt. Der Engel der Versammlung in Thyatira war verantwortlich dafür, dass er Isabel mit ihren verderbten und götzendienerischen Lehren duldete, und der Sohn Gottes, der seine Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, wird den Lehrer wie die Belehrten, wenn sie nicht Buße tun, schonungslos richten. Religiöse Einflüsse, in denen göttliche Personen nicht der ihnen gebührende Platz gegeben wird, gehören ihren Wesen nach dem Götzendienst an. In solchen Dingen sollte ein heiliger Eifer und die schärfste Verwerfung unsererseits offenbar werden. Das hat grundsätzlich auf alles Anwendung, was dazu dient, dich abzuleiten von dem Wege, worauf du wandelst. Jehova, dein Gott, dir geboten hat, Vers 5. Wir sollten vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dastehen, Kolosser 4, 12. Und keinen geteilten Einfluss Raum geben. Die Macht solcher Einflüsse in unseren Seelen ist zu brechen. Wenn uns unsere Brüder hinwegzuführen suchen, so haben wir ihnen zu widerstehen. Nicht einmal einer, der in solchem Ansehen stehen mag wie Petrus, ist da zu schonen, wenn er einen ungeraden Weg geht. Galater 2. Es mochte unwesentlich scheinen, ob ein Jude mit denen aus den Nationen aß oder nicht. Manche würden dem keine Bedeutung beigelegt haben. Doch das geistliche Auge des Paulus sah klar, dass das ein Eingriff in die ganze Eigenart der Zeitverwaltung bedeutete. Das Christentum stand auf dem Spiele, und Paulus schonte in Petrus das nicht, was zu verurteilen war. Er nahm ihn nicht in Schutz, sondern stellte vor allem das Böse bloß, das wirksam war. Er tötete Petrus nicht tatsächlich, sondern das, was zu der Zeit in Petrus dem entgegen war, was sowohl er als Petrus von Gott erkannt hatte. Nachmals konnte Petrus von Paulus sehr wohl sagen, unser geliebter Bruder Paulus, 2. Petrus 3, 15. Er fühlte zweifellos tief, wie viel er der treuen Liebe Pauli verdankte. Der Vorfall zeigt, wie hinterhältig die Einflüsse des Bösen sind, vor denen wir uns zu hüten haben.
Und dies, weil sie uns von dem Wege ablenken, auf dem zu wandeln uns geboten ist. Jede solche Prüfung bringt uns, wenn wir mit Gott hindurchgehen, geistliche Befestigung und geistlichen Gewinn. Geben wir aber in scheinbar geringfügigen Dingen nach, so wird bald ein größerer Schaden folgen. Manches Böse mag nahe bei dir sein, Vers 7. Um Unachtsame zu täuschen. Manches Böse mag nahe bei dir sein, Vers 7. Um Unachtsame zu täuschen, gleicht es der Wahrheit. Wir sollten immer dessen eingedenk sein, dass der Widerstand gegen die Wahrheit in den letzten Tagen derart ist, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, 2. Timotheus 3,8. Der Wahrheit wird durch Nachahmung widerstanden. Das Böse gleicht dem Wirklichen und Göttlichen sehr. Es hat das Aussehen des Rechten, nicht aber dessen geistliche Kraft oder Lebenskraft. Je näher uns so etwas kommt, desto trügerischer und gefährlicher ist es, wenn es nicht von Gott ist. Dann gibt es andererseits auch Einflüsse, die fern von dir sind, Vers 7, nämlich so weit hergeholte Lehren, die so verschieden von allem uns Bekannten sind, dass gerade ihre Absonderlichkeit und Neuheit etwas Bestrickendes für uns hat. Doch, ob nah oder fern, alles, was wir nicht von Anfang gehört haben, ist zu verwerfen. 1. Johannes 2, Vers 24. Ihr, was ihr von Anfang gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Das ewige Leben. Dies habe ich euch betreffs derer geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr bedürft nicht, dass euch jemand belehre, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist und wie sie euch belehrt hat, so werdet ihr in ihm bleiben. 1. Johannes 2. Vers 24 bis 27. Unsere Sicherheit liegt im Wandel mit dem, was gut und von Gott ist. Jehova, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten, und ihr sollt seine Gebote beobachten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und anhangen. Vers 4. Dir will ich folgen.